damit ich Diamanten habe und jetzt. Jo, hier sind richtig viele. Was? Easy. Schnell, Skype. Wir sind gefangen. Ich habe das nicht als Port gesetzt. Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Mark zusammen mit Kev. Hallöchen. Hallöchen, ihr Lieben, seid herzlich willkommen. Heute haben wir wirklich Fantastisches vor, denn wie in der letzten Folge angekündigt, wollen der Gom und ich in eine neue Welt. So ist es. Nicht nur in eine neue Welt, wir wollen drei neue Welten besuchen und zudem wollen wir uns eine Welt erstellen, die unglaublich ist. Aber erstmal möchte ich mir ein wenig Essen abschnurren. Ja, okay. Bitte, bitte, Mr. Ja. T. Ich habe Hunger. Ich hab dir Essen gegeben. Ach da, oh, jawohl, also, auch noch Steaks, jawohl. Wir haben hier drei Welten. Der großzügige Kev. Alle noch nicht erforscht. Drei Bücher zurück, es ist alles safe. Ich brauche nur noch ein bisschen Cobblestone. Und dann bin ich sozusagen auch schon ready vorzupreschen. Okay. Ich habe aber, oh, ich brauche Ofenkartoffeln, das ist ganz wichtig. Ich habe auch kaum mehr was zu essen. Ach, und eine Rüstung brauchen wir, oder? Obwohl, warte mal, ich muss mal ein paar Sachen zu also, Hause liegen lassen. Ich könnte eine Iron-Rüstung machen. Soll ich eine Eisenrüstung machen? Also für mich nicht, ich habe selber. Jetzt habe ich ja gerade eine gemacht für dich. Ich meine, ich habe ja eh Jetpack an und so weiter, bringt das eh nicht viel. Ja, und sonst ich meine, so Schuhe und Hose. Und, oh shit. Habe ich schon und beides. Helm dachte ich mir halt, kann man chillig machen. Hat man wenigstens alles da, wenigstens das Grundequipment. Den Helm nehme ich dir gerne ab. Den nehme ich sehr gerne. Den nimmst du gerne mit. Ja, den habe ich noch nicht. Oh, ich habe einen Steel Helmet. Ich weiß gar nicht, was für Protection 2. Okay, der hat aber, glaube ich, ein bisschen mehr Haltbarkeit. Ja, ich gebe dir meinen Eisenhelm. So, ich habe ihn hingeworfen und wir können in die erste Welt, denn heute gibt's Action pur, Freunde. Ah, auf jeden Fall. So, warte mal, wo hast du ihn hingeworfen? Ich oben bei dir auf dem Dach. In der Mitte. Oh, in die Mitte, Elektro-Titel. So ah, ja. Es. Und oh, ein wunderbarer Eisenhelm. Oh ja, der. Ich würde sagen, wir starten ganz links. Ich kenne die Welt nicht. Aber ich dachte, du hast da selber ein paar Sachen eingestellt. Oh, der leckt wieder. Noch nicht, das sind jetzt drei Random-Welten. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Und danach machen wir eine Welt, die episch ist, weil das geht sehr, sehr schnell. Okay, es also kommt gerade wieder der Standard-Lag. So, jetzt geht's anscheinend. Oh shit, ich habe gar keine Fackeln mitgenommen. Und es ist... Ich habe Fackeln dabei. Okay, nice. Kannst du dir vielleicht eine Hälfte geben oder so? Jo, wo bist du denn? Ich stehe vor dir. Nice. Okay, wir sind hier in einer Welt. Oh, Gravel Farm. Oh, warte mal, wir haben noch kein Buch. Nach Hause wieder. Ja, ja, ich bin gerade dabei. Das ist definitiv eine Gravel Farm, so wie ich das sehe hier. Und was haben wir hier für Monster? Oh, guck dir den. Wir haben hier große. Wir haben Giftspinnen, die an der Oberfläche spawnen. Ansonsten aber großgewachsene Bäume. Aber prinzipiell sieht das hier nicht allzu spektakulär aus. Es sind wirklich groß. Die großen Bäume sind hier das, der Fokus. Ja. Okay, ich guck mich auch mal gerne. Ich hab grad schon einen wunderschönen Helm erhalten. Mr. Bubbles. Oh, ja, kein Problem. So. Oh, jawohl, Schweine. Okay, ich glaube aber, diese Welt, die gibt nicht viel her. Nee, also ich sehe jetzt keine wertvollen Rohstoffe oder so. Auch wenn ich unten in die Erde gucke, da ist nicht viel. Deswegen lasst uns schnell Welt 2 austesten, weil man erkennt es auf den ersten Blick, ob das eine Welt ist, die wirklich Schmackes hat. Die wirklich Power beherbergt. Ich habe jetzt schon so viele coole Brillen hier bekommen. Oh, jawoll! Die Brille, den Hut wollte ich schon immer mal haben. Oh, geil, geil, geil. Jetzt? Also für mich hat sich die Welt gelohnt gerade, muss ich mal dazu sagen. Die war schon mal geil. Allein nur, weil du einen Helm hast? Ja, sogar mehrere. Ich habe jetzt irgendwie drei coole Helme bekommen. Oh ja, hier. Oh also, ja, Mann. Der ist so geil, der Helm. Ich feier den. Oha. Also die mittlere Welt ist ein krasses Ding. Also Holzfarmen leicht gemacht, sag ich dir. Und eine Nether-Festung. Oh komm, wir plündern die zusammen. Alter, wo bin ich hier gelandet? Bei einer Pyramide. Ja, guck dir das an, ich bin da. Guck dir das an, das ist keine Pyramide, das sind Wurzeln aus Holz. Das sieht heftig aus, ohne Witz. Und guck dir das hier vorne an, eine Nether-Festung. Ist das geil? Alter, das ist mega geil, ja Mann. Also das ist... Cooler geht's bald schon gar nicht mehr hier. Ja. Ach guck mal, wie lang das Ding ist. Das ist aber, das ist der, wie bei Dragon Ball, dieser Schlangenpfad. Ja, stimmt. Und das Schöne ist, hier spawnen ja auch Wither und sowas, ne? Ja, das erinnert mich an Varro 1. Sind hier auch Soul Sand. Oh ja, da vorne haben wir irgendwie so einen Tempel. Oder was haben wir denn hier? Oh! Wir haben, ich habe einen Tempel gefunden. Und eine Bücherei.
Komm noch mal raus aus der Nessa-Festung und dann flieg einfach geradeaus weiter. Ja, ich habe eine Bücherei. Wo bist du? Ach da, ja. Ah, die ist ganz wichtig, die brauchen wir nämlich. Da finden wir bestimmt geile Bücher. Was haben wir da drin? Die sammle ich alle. Na, sammel du die mal alle. Ich kenne mich damit eh nicht aus. So, was haben wir da? Spikes, naja, geht so. Fast Weather ist in Ordnung. Eternal Snow. Wir haben Island World. Oh, richtig geil. Teledisc, aber guck mal, was man ganz weiß, unter diesen Bücherregalen, da ist eine Kiste versteckt. Und da haben wir einmal doppelte Länge, Jungle Edge, Clear Modifiers, Double Length, Olive Color, Yellow Color. Okay, leider nicht so berauschend. Aber ich sehe hier eine Kiste. Ich habe einen Diamanten gefunden. Yes. Nice. Kev, hast du eben gerade die ganzen Truhen ausgeplündert mit den Pferderüstungen da drin? Nee. Weil ich war gerade in der Festung unterwegs, hab ein paar Truhen gefunden und vor jeder Truhe lag eine Rüstung von den Pferden und irgendwie andere Sachen verstreut rum. Das war total komisch, als ob da jemand so... Noch eine Kiste. Also ich war ehrlich gesagt noch nicht drin, ne? Ich find's aber auch, guck mal, cool. Guck mal, hier liegt da schon wieder. Dann, hier wieder? Dann, ja, komisch. Eisen- und Diamantpferdenrüstung, die nehme ich mit. Habe ich jetzt auch schon irgendwie zwei Stück also von. Also ansonsten... Oh, pass auf. Oh, nein! Oh! Oh. Oh shit. Alter Falter. Alles klar, aber wir leben. Hier haben wir Eis. Wir haben einfach mal Eis bei einer Nessa-Festung. Jawoll. Ja, hier unten auch. Das ist so psycho, man. Diese Welten sind so krass random aufgebaut, ne? Wir haben hier eine Nether-Festung. Guck mal, unendlich Holz. Ich meine, hier kannst du ja, wenn du wirklich so eine Mega-Holz-Farm haben willst. Hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Glowstone-Türme im Wasser. Ja, die sind auch cool. Mann, die ganze Welt ist cool und im Wasser haben wir hier vielleicht... Oh, hier sind ja tausende Tintenfische, also wenn du... Unnormal, ja. Also wirklich cool. Also richtig cool, definitiv. Glowstone Farm, ich bin hier gerade mal zur nächsten... Und hier ist wieder eine Bibliothek! Wo denn? Wo bist du gerade? Ich bin jetzt bei 30, 60. Aber immer noch in der zweiten Welt, oder wie? Ja, immer noch in der Welt, aber ich bin einfach ein bisschen weiter geflogen zur nächsten... Stelle und hier haben wir Amplifier Normal World... Island World, okay, das haben wir schon. Okay, ich glaube, ich weiß, wo du bist. Okay, ich muss kurz gucken, was haben wir sonst noch so? Stronghold. Oh, nice! Wir haben eine Stronghold Page gefunden. Und das heißt? Das heißt, eine ja, Festung. Was sind wohl Strongholds? Das heißt, in der Welt müssen Strongholds Festung. Entstehen. Ja. Und wir haben nochmal Dark Sun, das will ich nicht. Teal Color, Night Sky Color. Oh, die Welt wird einfach so richtig heftig, die wir uns erstellen. Die wird richtig krass. Hauptsache, also, das wird nicht so eine Todeswelt, wo man direkt stirbt oder so. Ich glaube nicht. Also, ich glaube nicht. Ich bin jetzt hier, ich muss nur ganz kurz gucken. Ich habe hier irgendwo eine doppelt da. Island World. Perfekt, dann nehmen wir nochmal hier eine runter. Teal Color. Dark Sun, finde ich irgendwie ansprechend. So. Dann lass ihn doch mal schnell zurück, ich muss mein Inventar kurz clearen. Genau. Die letzte Welt erforschen wir noch, weil für die letzte Welt wollten, die wir ja selber machen, da wollten wir uns ja eigentlich Zeit nehmen. Genau, die dritte Welt, aber nee, die dritte Welt ja noch nicht, die dritte war ja noch random. Die dritte Welt erforschen wir jetzt noch, weil es kann ja alles sein. Es gibt ja Sachen, die man überhaupt nicht kennt. Ich habe eine Welt gefunden, wirklich, da wo nur Minenschächte sind, aber so in der Luft. Das heißt, du konntest wirklich 10, 20 Dungeon Chests in einer Minute looten, ne? Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Das ist ziemlich geil, also wirklich ziemlich geil. So, erstmal schnell zurück nach Hause. Oh, ich glaube, ich finde den Weg gar nicht. Achso, ich habe mir den Wegpunkt gemacht. Sag Bescheid, wenn du es nicht zurückfinden solltest. Also ich kenne die Richtung auf jeden Fall, aber... Das ist ja diese große Wurzel. Wir haben auch übelst viele unterschiedliche Seiten, das muss man mal lassen. So, und ich bin auf dem Weg zur dritten. Okay. Dann, wünsche dir Glück, Leute. Kannst du gleich nochmal wiederkommen in die Welt, also in die zweite Welt? Hast du verlaufen? Ja, ich muss mal schauen, wo du gleich rauskommst irgendwie. Kohle unendlich. Sehe ich nur schon mal als erstes. Okay. Alles hol da, bitte Gomme zurück. Aus dem Kinderparadies ab hier. Ja, ich hol dich. Wo bist du? Kinderparadies. Gomme. Gomme aus dem Kinderparadies. Er spielt in den Bällen. Warte mal, sag mal deine Koordinaten. Eigentlich müsste ich dich hier sehen irgendwo. Ich bin bei minus 13 und was? 60. Wo bin ich denn dann hier? Irgendwo anders. Oh oh. Minus 13 und 60. Minus 13, 15 und 60. Ja. Also minus 20, minus 13, dann sehen wir uns ja. So, Izzy hat eine Frage, was ist los? Minus 13 und 60, okay. Natürlich. Wie heißt das? EP
Diese EP-Berries oder so, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ja, so heißen die, glaube ich, wirklich. EP-Berry oder so. So, ja, komisch, wo bist du denn? Warte ich auf dich. Sag nochmal deine Koordinaten an. Minus 20, 20 und 70. Bist du denn? Ja, okay, dann kannst du wieder in die andere Welt, weil ich habe mir jetzt mal einen Wegpunkt erstellt. Zu weit weg? Den Weg finde ich. Leute, du bist ja... Okay, so weit weg bist du gar nicht. Guck mal, da hast du gar nicht... Das sind, ich sehe auf der Map 3 Nether-Festungen. Ach, da oben. Guck, da war ich wirklich gar nicht mal weit weg. 3 Nether-Festungen. Ich sehe 1... Ja, hier sind doch noch locker mehr, Kev. Das sind ja nur... Das ist offenbar eine Nether-Festungswelt. Wie geil ist das denn? Ja, es sind ja hier locker noch viel mehr. Die ist ja unendlich groß, schätze ich mal. Oh, lol, was haben wir denn hier? Voll die Wasserkrater. Naja, egal, ich komme mal eben zu dir. Schnell noch in die letzte Welt. Wir sehen hier in der Luft, fliegt hier ganz viel Kohle, wenn man die farmen möchte. Man hat hier ganz viel Birke. So. Wie viel darf er denn, der liebe Izzy? Ich denn so? Also, ich sehe jetzt sonst nichts Spektakuläres. So, ich muss schnell mein Jetpack aufladen, dann komme ich auch Welt. Gleich. Dann mache ich lieber eine gute Welt. Geh mal wirklich alles durch, was wir haben. Wir haben hier... Boah, das wird der Hammer! Was nehme ich denn mal alles mit? Ich brauche auf jeden Fall noch eine Hacke, die nehme ich mit. So, wir haben Jawohl. Hier Redstone Ore Block. Nehmen wir 12 Stück raus. Wir haben hier... Amplifier Normal World. Nehmen wir mal alle 3. Denn das ist ganz wichtig. Weil... Aha, Bright Lightning nehmen wir auch. Man kann da nämlich ganz viele Sachen machen. Dark Outwood, Water Block, nee, Natural Sky Color, ja, nehmen wir auch. Wir müssen nämlich die ganzen Amplifier zusammen verbinden. Auf normal machen sozusagen, so normal wie möglich, bis auf, wie sage ich das, Dungeons. Oh, ich habe 2 Dungeons-Dinger. Es ist der Party-Mark. Oh, Rainbow habe ich auch. Zero Length, Spikes, Moon, Morbium, nee. Villages wollen wir auf, wir wollen einfach nur das Geilste haben. Twilight, Twinkling Stars, nice, wir wollen natürlich leuchtende Sterne haben, das ist ganz sicher. Ender Starfield, oh, ich sehe da überall Creeper, ich habe richtig Angst, dass es gleich zu mir kommt. Das sieht ja heftig hier aus. Was haben wir da? Metacolor, Dark Metacolor, Red Color, Bound Biome, Normal Stars, Clear Modifiers, das ist ein ganz wichtiger. Okay. Eternal Snow brauchen wir nicht. Void World, Twilight Clean Biome, Grass, Biome. So, Biome und so ist ja egal. Warum? Stimmt, weil Biome findet man ja überall eigentlich. Genau, das ist eigentlich egal. Die kennt man ja schon. Dark Star. Oh! Diamond Ore Block. Was war das? Normal Moon. Oh nee! Was ist los? Irgendein Mark hat mit dem Creeper bei meinem Haus gekämpft und hat vor das Loch jetzt hier reingelassen. Ich habe ja sogar Iron Blocks gefunden. Mark darf das. Mark ist immer, der darf alles machen. Der darf meinetwegen auch mein Haus abreißen. Okay. Mark, toll gemacht. Alles klar. Die letzte Kiste check ich, dann geht es. Ich weiß gar nicht, was Overcast heißt. Standard World. Ich nehme mal Standard World. Dann hat man nämlich noch was Standardmäßiges. Glowstone Block, Meta, Jungle Biome, Nader Falls, Rainy Apes, bla bla bla, Fast Weather. Okay, ich glaube, das ist alles, was wir haben. Das heißt, Leute, ihr seht jetzt, wie man sich wirklich so eine Seite macht. Ich tue hier alle Amplifier, die wir reingesucht haben. Man kann so viele wie möglich reintun. Kevs erste Geilo-Welt. Geilo-Welt, ja, Mann. So ist es. Und die ist jetzt auch schon fertig. Das heißt, da mussten wir keinen nicht viel Zeit opfern. Man muss halt wirklich nur diese Teile suchen. Und ich stelle sie hier rechts neben die Chopper-Chest. Wow! Hast du das? Was denn? Du hast mich abgeschossen. Nee, was? Ich hab dich nicht abgeschossen. Lüge! Ich doch nicht. Ey! Hä? Wo bist du hin? Ja, warte, es leckt gerade noch alles wieder. Holy crap, guck dir das an! Ja, warte. Lol, ich krieg Schaden. Alter, Poison 4! Alter! Leben! Ich liebe Leben! Leben ist der schönste Stein! Ich liebe die Welt jetzt schon! Guck mir die Redstone Ores da vorne! Jo! Herr, und wo sind die Strongholds? Ich dachte, ich muss gleich den Ho. Scheiße! Was? Easy!
Schnell, Skype! Wir sind gefangen, ich hab das nicht als Port gesetzt! Als ob! Doch! Ah, sind gefangen! Kann er uns denn überhaupt hier schnell retten, oder geht das? Ja, kann er. Er muss wirklich nur ein so ein Ding craften. Ich ruf ganz schnell den Easy an. Fuck! Yo! Aber, Shit. Alter, was ist denn das für eine verrückte Welt hier? Hallo, Leute. Oh, Hallöchen, Easy, du musst uns ganz schnell helfen. Doch, ich hab vergessen, das Linking Book zurückzulinken. Wir sind jetzt in der letzten Welt gefangen und können nicht mehr zurück. Jetzt weiß er Bescheid. Kann ich euch helfen? Du musst auf mein Dach gehen und da siehst du einmal diesen Ink-Mixer. Ja, ich bin mal gerade auf dem Weg zu deinem Dach. Und dann Alter, Bailey, wir haben hier gerade nämlich eine Welt erstellt mit Diamantblöcken, mit Redstone-Blöcken und mit drei Regenbögen und man kriegt hier aber Poison 4 drauf. Das heißt, wir sind fast alle tot direkt. Die Welt ist ja schon cool so, aber jetzt ohne Wegkommen ist natürlich uncool. Das wäre richtig fail. Ihr seid beide jetzt da am Stück. Genau, oder das ist ja. Ist jetzt doof gelaufen. Ja, gut. Also, wenn du da bist, bist du schon da? So, ich bin jetzt bei dir auf dem Dach. Ja, ich muss euch gerade ein bisschen leiser drehen. Okay, ich bin jetzt hier auf dem Dach, ja. Da ist dieser Ink-Mixer. Ein Ink-Mixer, wo haben wir den denn? Da siehst du, da kannst du ja rechts so eine Page mit so einem schwarzen Loch rausziehen, oder? Ja, so eine Link-Panel-Page. Genau, zieh die am besten raus. Ja. Und nimm am besten von den Maschinen zwei weiter rechts, diesen Bookbinder, nimm da dir mal da ein Leder raus. Okay. Dann hast du einmal diese Seite und das Leder. Ja. Die tust du einfach in deinem Crafting-Panel ganz normal zusammen. Dann kriegst du ein Unlinked Linkbook. Okay, habe ich. Und dann stellst du dich da oben auf mein Dach und machst einmal Rechtsklick. Nicht, dass ich jetzt auch in eure komische Welt komme und dann wieder nee. Ja, nee. Goal-Mode. Jetzt ist das Buch grün. Genau, und jetzt gehst du da, wo die Chopper-Chest ist, also diese orangene Chest, rechts daneben ist ein Buch. Da musst du rechts draufklicken. Mit dem Buch oder einfach so? Nee, einfach so. Das Buch musst du aber auf jeden Fall im Inventar haben, sonst bist du auch gefangen. Kevs erste Geilo-Welt. Ja, genau, da gehst du rein. Jetzt habe ich noch ein Buch. Was? Nein, du hast es weggenommen, du hast Schiff rechts gemacht. Oh, jetzt wird's gefährlich. Sind wir alle gefangen? Was soll ich denn tun? Einfach, du solltest nur mit der bloßen Hand rechtsklicken, nicht Shift rechtsklicken machen. Rechtsklick. Okay, nein. Linksklick. Tu das. Hast du immer noch das Linked Book im Inventar? Ja. Okay, dann tu das mal wirklich, also nicht in die Aktionsleiste, sondern irgendwo hin. Und dann machst du einfach rechtsklick auf dieses Buch, wo dann steht Kevs erste Geilo-Welt oder sowas da steht. Ja, ich. Das, und dann linksklick auf dieses Bild. Ich bin sicher, dass es kein Linksklick ist, weil mit rechtsklick nehme ich das einfach immer wieder in die Hand. Achso, du darfst nicht shiften dabei. Ich shifte nicht. Okay, dann tu es da drauf auf dem Bookstand, wie gesagt. Mache rechtsklick und dann linksklick auf dieses schwarze Fenster oder dieses farbige Fenster. Rechts oder links? Links. Achso, das funktioniert. Ja, jetzt, genau. Und jetzt musst du das grüne Buch nehmen und mit rechtsklick auf diesen Bookstand hier links neben dir tun. Aua, irgendwas haut mich. Ja, alles. Du darfst nicht. Wohin? Da. Da vorne. Genau. Ja. Und jetzt? Ach, und jetzt kommen wir zurück. Oh mein Gott, Rettungsaktion von Izzy. Ah. Geil. Perfekt. Oh, ich bin ja fast gestorben. Was hat denn da so viel Schaden gemacht? Ja, man hat Gift 4 auf der Welt. Je mehr positive Effekte man auf eine Welt drauf knallt, wir haben hier drei Regenbögen, ganz viele Diamantblöcke überall. Und wir haben Redstone Ore einfach hier oben hängen. Mhm. Und je mehr positive Effekte man hat, desto mehr negative Effekte leider auch. Und was hast du denn hier alles für Bücher? Erst war er noch der verrückte Professor unten in seinem Keller, jetzt wird er auf einmal zum Magier auf dem Dach. Was ist denn los mit dir, Kev? Ich hab keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall auf der Suche nach Diamantenblöcken, weil Gomme, du hast ja gesehen, diese Redstone-Blöcke. Sowas müsste auch in Diamanten irgendwo sein. Wir haben ja überall diese. Habe ich gerade mit Eisen gefunden. Also Eisenblöcke waren hier schon mal in der Form, aber. Also Eisentürme hast du. Ja, stimmt, die habe ich auch. Weil die aber das Ding ist, ich habe mich verlaufen. Du musst nochmal reinkommen. Ich habe den Wegpunkt vergessen. Achso, die Koordinaten kann ich dir sagen. Easy, vielen, vielen Dank. Wir wollten dir deine Folge nicht kaputt machen. Nee, ich bin gerade, wie gesagt, am Stream. Also ihr seid einfach nur im Stream. Ich nehme gerade gar nicht auf. Die Leute wundern sich gerade so ein bisschen, was abgeht. Alter, du hast uns eben den Arsch gerettet und ich habe hier die nächste Bibliothek gefunden. Da gehe ich mal rein. Also Gomme, ich bin ja auf jeden Fall auch noch in der Welt, also ich gehe diese Folge. Da vorne, Diamantenpenis. Da vorne ist er. Diamantenpenis. Da vorne ist er, Alter. Ich habe extra diese Welt erstellt, damit ich Diamanten habe und jetzt bin ich. Yo, hier sind richtig viele. Was? Korrekt. Ist das fies. Ich will auch Diamanten. Das sind wirklich Penisse, Leute. Das macht mich gerade ein bisschen neidisch. Ja, doch. Ja, doch sind's.
Alter, also das sind wirklich, ich habe hier also richtig, ich habe irgendwo findest du einfach richtig viele Iron Ores, Redstone Ores, Diamanten Ores, einfach so an der Overworld. Du kriegst halt viel Damage, aber deshalb, wir haben drei Regenbögen und so, ist alles schön. Kev, leider müssen wir gleich die Folge wieder beenden. Ich weiß, ich suche, ich brauche nur noch die Koordinaten von dir. Ohne Diamanten höre ich nicht auf. Ich brauche nur die Koordinaten, ich sag dir meine, dann kommst du schnell her und dann kannst du ich dir noch... Ich hab hier ein Village gefunden, ich habe hier auch ganz viele Village-Dinger hingemacht. Alter, mindestens 500 Redstone hier in einem Turm. Minimum. Habt ihr zusammen diese ganzen Bücher gekraftet oder ist Gomm einfach mit auf die Reise gekommen? Ich bin der sich nur angeschlossen hat, der so ein wenig... Wir haben ja in ganz vielen Folgen viel gesammelt und Alter, ich habe jetzt hier einen Diamond-Turm gefunden aus bestimmt 100 Diamonds oder so, Diamond Ores übereinander. Als ob, hey, was ist denn wirklich los? Ich sag dir, ich habe eine Welt erstellt nur aus Redstone, Diamonds und Eisen, wenn du da rumfliegst. Dafür kriegst du halt viel Schaden, aber du kannst ja fahren mit einem halben Herz. Ist doch kein Thema. Sind da denn Monster auch in der Welt? In der Gar Nacht keine. Schon, also tagsüber halt nicht, weil es halt in der Oberfläche ist, aber in der Nacht halt schon. Ja, wenn es eine Nacht gibt. Ja, es gibt eine Nacht. Oh. Alter, ich habe jetzt schon 29 Diamanten gefarmt und ich habe noch nicht mal Glück auf meiner Spitzhacke. Ja, und ich habe hier schon, warte, ich habe schon Stack-Dias gefarmt. What the fuck? Nie wieder Dia-Probleme kommen. Jo, ich habe noch nie einen Markt-Dias selbst gefunden in enger Höhle. Ich hatte noch nie welche gefunden. Und jetzt finde ich hier irgendwie über den Stack. Ich hasse Dias. Hört sich so ein bisschen an, als wäre da irgendwo im Schlaraffenland. Ja, ist ja. Auch so. Ich habe wirklich insgesamt schon 50 Welten aufgemacht und nur die Seiten dieser Welten gesammelt, weil man kann so Dungeons finden oder Bibliotheken, wo man Seiten findet. Und da gibt es zum Beispiel Seiten, die dann sagen, okay, Diamond Ore Blocks. Das ist eine relativ seltene Seite. Das heißt, irgendwo auf der Welt spawn Diamonds. Da habe ich auch ganz viele Redstone-Dinger gefunden, Eisen und es gibt richtig, und zum Beispiel, dass drei Regenbögen im Himmel sind und so. Das habe ich halt alles gefunden. Und irgendwann kann man halt Sachen so zusammencraften und je mehr positive Effekte du machst, deswegen kriegen wir halt so enorm Damage hier. Du hast auch den Hunger-Effekt ja hier, ne? Das heißt, du verlierst schnell Hunger, verlierst schnell deine... Aber kann man hier an Hunger überhaupt sterben? Nee, oder? Nee, kann man nicht, aber... Du bist auf ein halbes Herz, geht's runter. Genau, gehst auf ein halbes Herz, hast halt kaum Essen mehr und bitter halt sozusagen. Okay. Okay, Gomez, soll ich dir die Rückkoordinaten schnell gerne, geben? Gerne, ja. Weil ich bin hier gerade am Farm und ich habe hier... Oh mein Gott. Boah, hier sind überall Diamanten, so geil. Okay, dann sag mal die Koordinaten am besten. Okay, von es dem ist bei... Flieg einfach zu 0-0. Es ist eigentlich immer bei 0-0. Es ist fast exakt bei 0-0. Ich fliege da auch gleich zurück, aber ich kann dieses Diamantenvorkommen nicht überlassen. Die erste geile Welt, also wirklich nie wieder Diamantprobleme. Ich feiere das gerade. Oh ja. Ich feiere euch auch, ihr seid die Besten. Ja, Easy, du bist der Beste. Ich möchte dir zum Dank etwas... Der Retter, der Not. Ja, schenk mir was. Was brauchst du am meisten, Eisen oder Diamanten? Wahrscheinlich Diamanten. Wirklich? Ja. Okay, jetzt kommen hier richtig viele Monster gerade, wo die Dämmerung anbricht. Saugefährlich, weil sobald ein Skelett einfach nur einen Pfeil schießen sollte, ist natürlich passé. Oh nee. Bist du sicher, dass du mir noch was schenken willst gleich? Ja, definitiv. Ich habe jetzt 1,5 Stacks Diamanten gesammelt. Innerhalb von einer Minute, also das muss ich dir machen. Ich soll euch übrigens von Maha aus dem Stream grüßen. Streue ich jetzt einfach mal so rein. Viele Grüße zurück. Danke sehr. So, Alter, wie geil. Dieses oh, Skelette. Oh Gott, ich habe richtig Angst. Ich mache mir hier in die Hose. Sind die da beim Rückportbuch oder was? Nee, ich bin da noch gar nicht beim Rückportbuch. Also ich bin jetzt da. Okay, Gefahr im Verzug, ich habe Angst. Aber da ist nichts. Ich drücke schnell rechts, Link, ich bin weg. So, und weil du wirklich ohne dich wie im Arsch gewesen wären, habe ich dir mal einfach mal einen Batzen Diamanten hingelegt. Kannst Leute, du mir bitte daraus einen Diamantenpenis bauen? Ja. Kannst du gleich selber bauen. Okay, aber das wäre schon nett, wenn du mir den bauen könntest. Nee, die Leute werden auch sagen, Kevin, da vorne ist die Plattform. Jetzt gleich so viele Diamanten, ne? Ah ja, stimmt, du gibst mir ja nicht so viel. Wie viele gibst du mir denn? Ja, komm erst mal rum, ne? Ich möchte dir auch gerne was schenken, Izzy. Ich warte mal, ich bin gleich bei dir. Ihr müsst mir jetzt nicht alle was schenken. Doch, müsst ihr. Vor allen Dingen gerade Kev muss mir gar nichts. Ich fühle mich verpflichtet. So viel gegeben. Doch, du hast uns hier den Arsch gerettet. Du denn, hättest Izzy? Uns auch versauern lassen können, ne? Ohne dich hätte ich immer noch keinen Strom. Ich komme gerade angeflogen. Na, ihr Nudeln. Ja, so viel hast du dir verdient. Und zwar, das ist von Kev und jetzt kommt von mir noch was. Oha. Obendrauf. Bitteschön, kommt von Herzen. Boah, geilo, ein Rottenfleisch. 44 Diamanten. Weißt du was, Gomm, zur Feier des Tages gönne ich mir das hier direkt. Ah, nee, ich habe leider Essensbalken voll, gönn aber Gomm, ich weiß es auch zu schätzen. 44 Diamanten vom Kev hier bekommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Bleibt geilo, macht's gut. Haut da rein. Tschö. Tschüss.